So, komm, komm rein. Hallo? Wir brauchen unbedingt einen Arzt, bitte. Er braucht Hilfe. Leandra, kommst du mal bitte? Hallo. Hallo. Boah, wir hatten gerade eine, so gegen 5 Jahre eine ganz komische Situation gehabt. Der war irgendwie ganz komisch. Jetzt macht es vielleicht nicht unbedingt so den Eindruck, aber der hat so die Augen ganz komisch und so gezittert. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt hinten in den Schockraum, ja, weil wir das jetzt hier gerade in der Eingangshalle schlecht klären können. Ja? Ja? Heute Morgen hatte ich den Schockmoment meines Lebens. Ich bin wach geworden und habe meinen Mann gesehen und der war so ganz komisch, irgendwie am Zittern, am Krampfen, die Augen verdreht. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Ich war völlig verzweifelt gewesen. Und dann auf einmal guckt er mich an und fragt mich, warum ich denn so komisch gucken würde. Seit 25 Jahren ist Gerd für seine Familie ein Fels in der Brandung. Neben seinem Job kümmert sich der selbstständige Zimmermann aufopfernd um Enkel Emil. Ehefrau Heike befürchtet, ihr Mann könne jetzt unter der Last zusammengebrochen sein. Also, Sie haben Ihren Mann da einfach so gefunden? Ja, was heißt gefunden? Er lag ja neben mir, aber ich bin wach geworden und habe definitiv ganz, ganz klar gesehen, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Und weil er hat also wirklich auf der rücklings so gelegen und war irgendwie ja so irgendwie am Zittern. Und das zappelig nervöse, und war das immer schon so oder? Nee. Und die Augen waren ja auch ganz komisch, so verdreht. Ich konnte die Besorgnis von Frau Meurer wirklich gut nachvollziehen. Sie hatte bei ihrem Mann in der Nacht eine Art, nennen wir es, Krampfanfall miterlebt. Er hat hinterher kein Erinnerungsvermögen an den Zeitraum gehabt. Und sowas ängstigt natürlich die Angehörigen mehr als den Patienten. Also wir müssen Sie jetzt mal ganz gründlich hier in die Mangel nehmen. Da gibt es eigentlich zwei Hauptrichtungen, warum solche seltsamen Zustände entstehen können. Das eine ist eine neurologische Geschichte, also ausgehend vom Gehirn, zum Beispiel Epilepsie, zum Beispiel Veränderungen am Gehirndruck, an der Gehirnsubstanz. Die zweite Möglichkeit ist eher kardiologisch, also vom Herzen ausgehend. Wird jetzt ein kleines bisschen dauern. Man bezeichnet sowas, auch wenn es still abgelaufen ist, ohne Krämpfe, trotzdem als Krampf. Das heißt, wir müssen auch eine Epilepsie ausschließen. Wir machen also neben den Grunduntersuchungen hier noch außerhalb der Notambulanz eine EEG und ein CT ihres Kopfes, um ganz ungewöhnliche und seltene Sachen eben auch auszuschließen. Ich musste der Familie klarmachen, dass hier als Ursache eigentlich zwei verschiedene Dinge in Frage kamen. Einmal neurologisch, also eine Art Epilepsie, und einmal kardiologisch, ein Herzproblem. Das zu vermitteln macht nicht immer Freude und man kann auch nicht in aller Kürze eine Antwort geben. Schatz, Mama, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich muss Emil abholen. Ich hab der Nina, lass doch mal. Schatz, stopp, stopp. Bitte, lass du dich jetzt erstmal untersuchen, ja? Nina, die wird jetzt auch warten. Aber die also, hey, du bist jetzt wichtig, okay? Deine Gesundheit, die hat jetzt für uns absolute Priorität. Also, Herr Meurer, wir müssen die Untersuchungen wirklich alle jetzt machen. So ganz ohne sind diese Anfälle definitiv nicht. Okay. Haben Sie noch mehr Stressfaktoren außer Firma, Selbstständigkeit, Enkel betreuen? Gibt's noch mehr? Ja, es ist halt unsere Tochter, die hat sich vor einem Jahr, nein, sie wurde vor einem Jahr von ihrem Freund halt sitzen gelassen. Und dadurch unterstützen wir sie natürlich auch finanziell, familiär sowieso. Und von daher ist die Situation gerade wirklich ein bisschen anstrengend. Ich bin zufrieden. Ja, ich glaube es Ihnen. Ich bin auch sicher, dass Sie sich reinknien. Ja, natürlich. Ich bin immer Entschuldigung. Ich eigentlich lautlos. Entschuldigung, tut mir leid, tut mir leid. Oh, hallo Nina? Ja, hallo Mama. Sag mal, Nina, ich versuche die ganze Zeit den Papa zu erreichen, ja? Gerd hat Gott sei Dank flexible Arbeitszeiten, sodass er vor allem unsere Tochter ein bisschen unterstützen kann. Ja, er wollte heute Morgen eigentlich den Emil, unseren Enkel, zur Schule bringen. Ging ja nur nicht. Sicherlich war Nina ziemlich angefressen. Doch als die junge Mutter hört, wie schlecht es ihrem Vater geht, bringt sie Sohn Emil sofort bei Freunden unter und eilt in die Klinik. Auf Dr. Beckers Frage nach Vorerkrankungen seines Patienten fällt Ehefrau Heike etwas ein, das ihr Mann seit langem herunterspielt. Das Einzige, was halt auch schon mal war, ist halt, dass er sehr wenig gegessen hat, so im letzten Jahr. Also erst gut, aber dann hat er öfter auch Schmerzen gehabt, so im Bauch. Und dann hat er einfach weniger gegessen, dann hat er auch keine Bauchschmerzen mehr. Ist das da unangenehm?
Ziemlich, ne? Ein bisschen. Okay, weiterer Punkt, Endoskopie. Also haben Sie so das Gefühl, dass Sie immer voll sind, als ob Sie was gegessen haben und schmeckt Ihnen gar nicht? Ja, das ist ja so gewesen. Wenn ich was gegessen habe, habe ich es teilweise wieder ausgespuckt. Oder ich hatte das verbunden mit wirklich starken Oberbauchschmerzen. Das hört sich ja für mich an wie eine heftige Gastritis. Ja, Schatz, aber... Haben Sie nie so Fernsehwerbung geguckt, die mit dem brennenden roten Magen? Er hat... Vielleicht ist das noch wichtig, weiß ich nicht. Aber er hat in den letzten 2 Monaten hat er 5-6 Kilo abgenommen. Und ich sag mal, wenn er so weitermacht, sieht er aus wie ein Skelett mit Schonbezug. Und Entschuldigung, aber das kann doch nicht gesund sein. Ja, Schatz, ich esse schon, wenn ich Hunger habe. Ja, ich will Sie jetzt ungern unterbrechen, gut, also aber wir müssen jetzt rein. Ja. Sie sind ein internistisches Füllhorn. Sie kriegen jetzt, und das alles ganz kompakt, auch noch eine Magen-Darm-Spiegelung. Unser neuer Patient hatte auch noch eine weitere Symptomatik. Das war die doch sehr ausgeprägte Gewichtsabnahme. Bei seiner Zappeligkeit und Nervosität habe ich natürlich zunächst an eine Schilddrüsenüberfunktion gedacht. Aber als dann seine Frau berichtete, dass er eigentlich immer weniger isst und ich auf seinen Bauch fasste und rund um den Nabel doch eine deutliche Druckempfindlichkeit bemerkte, da war klar, dass er auch noch mindestens eine schlimme Gastritis hat. Wenn sowas im Darm passiert, hat man noch eine böse Differentialdiagnose im Kopf, nämlich einen Krebs, der dann auch die Energie frisst und manchmal die Leute in kürzester Zeit abnehmen lässt. Um seinen Patienten nicht unnötig zu beunruhigen, hält Dr. Becker seinen Verdacht jedoch zurück, bis weitere Ergebnisse vorliegen. Als Ehefrau Heike Tochter Nina in der Zwischenzeit den Anfall ihres Mannes schildert, hat die 24-Jährige einen wichtigen Hinweis. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß nicht, der Emil hatte mir auch irgendwie mal vor, das ist schon was her, aber der hat mir auch erzählt, dass irgendwie die haben was gegessen und dann hat der Opa auch irgendwie die Augen verdreht. Aber ich habe da jetzt nichts bei gedacht. Also, wenn er das jetzt irgendwie öfters hat. Ja, und mehr weißt du noch gar nicht. Mein Gott, Gerd, was ist los? Wie siehst du denn aus? Ist irgendwas passiert? Es geht nur ein bisschen Kondition. Ja. Wir müssen Ihren Mann stationär aufnehmen, Frau Meurer. Ja. Die bisherigen Ergebnisse sind zwar alle unauffällig, aber Sie haben ja selber gerade gemerkt, es stimmt was nicht. Der nächste Schritt ist jetzt, wer ist die Junge? Das ist unsere Tochter, das ist die Hallo, Nina Meurer. Frau Meurer. Der nächste Schritt ist jetzt ein Langzeit-EKG. Also er hat keinen Gehirntumor, ist auch sehr unwahrscheinlich, dass er eine Epilepsie hat. Aber wir müssen natürlich jetzt auch noch die Magenspiegelung machen, weil sich die Bauchsituation verändert hat und vor allen Dingen Langzeit-EKG. Warum ist er denn so verschwitzt jetzt auf einmal? Ich kann dir auch nicht sagen, warum er im Moment so beschissen aussieht. Deswegen muss er ja hier bleiben. Ja, ist verständlich. Tut mir leid. Vielleicht können Sie mich aber auch verstehen. Ne? Aber ich würde Ihnen auch gerne jetzt eine schnelle Antwort geben, geht aber nicht. Nein, wir müssen jetzt vor allen Dingen das Langzeit-EKG abwarten. Ich habe eine Vermutung, aber über unbewiesene Vermutungen rede ich nicht gerne. Okay. Bei unserem Patienten war es natürlich schwierig abzusehen, was noch für ein Aufwand betrieben werden musste, um endlich eine Diagnose bzw. in seinem Fall mehrere zu bekommen. Ich habe Schritt für Schritt gearbeitet und konnte nicht sicher sein, wann ich endlich ein Ergebnis haben würde. Obwohl die bohrende Ungewissheit Gerds Familie in der Nacht den Schlaf geraubt hat, gibt sich Heike am folgenden Morgen ihrem Mann gegenüber zuversichtlich. Doch die Auswertung der Herzkurve des 51-Jährigen verheißt nichts Gutes. Also was bisher auffällig ist, Herr Meurer, ist, dass in dem Langzeit-EKG die Pulsfrequenz sehr stark schwankt. Ohne dass Sie ja hier jetzt äußere Faktoren haben, Stress, was auch immer. Die Laborwerte zeigen auch keinen Hinweis darauf, dass die Schilddrüse daran schuld sein könnte. Also so ganz geklärt ist das immer noch nicht. Aufgrund dieses Langzeit-EKGs denke ich darüber nach, Sie mit einem sogenannten Reveal-Recorder zu versehen. Das ist, man könnte fast sagen, ein Langzeit-EKG, bei dem man bestimmte nicht so gute Änderungen in der Herzfrequenz sogar ambulant aufzeichnen kann. Wenn man, wie bei Herrn Meurer, schon im Langzeit-EKG gewisse Veränderungen sieht, dann muss man sich sehr gut überlegen, ob es nicht notwendig ist, ein EKG sozusagen zu implantieren.
Bestürzt befürchtet Gerds Tochter, sie könne für die Herzprobleme des 51-Jährigen verantwortlich sein. Denn seit Nina vor einem Jahr vom Vater ihres Sohnes verlassen wurde, ist der Zimmermann in jeder freien Minute für seinen quirligen Enkel da. Ich glaube halt, dass das einfach vielleicht einfach zu viel Stress für ihn ist und vielleicht hat das irgendwas jetzt mit den Symptomen zu tun. Teilweise haben Sie vielleicht recht, aber Sie haben auf gar keinen Fall die Verantwortung dafür. Da ist auch noch irgendeine Grundsituation da. Schnell, bitte! Hol den Rettungswagen, schnell! Du musst reanimieren! Raus! Herr Meurer! Hallo, Herr Meurer! Bleiben Sie hier! Hallo! Was ist denn los hier? Oh Mann! Das ist schon siebenmal über den Fuß. Okay, jetzt haben wir eine Diagnose. Alle, als wäre hier irgendwie ein Auto in die Notaufnahme reingefahren. Ja, sie was waren. Was ist denn los? Puh. Was ist denn? Das ist unser Reanimationswagen. Sie waren kurz weg, Herr Meurer. Was? Das war jetzt das dritte Mal. Ich verstehe das jetzt nicht. Frau Meurer, es ist alles gut, ja? Es ist alles wieder gut. Gut. Setzen Sie sich bitte mal. Sie sind gerade auch ganz bleich. Der war ja an diesem Herzgerät angeschlossen und auf einmal war der wieder plötzlich weg gewesen. Ich wusste nicht mehr, was los ist. Ich hatte Angst und bin nur noch raus, um den Arzt wieder reinzuholen. Ich dachte, er stirbt mir jetzt weg. Also aller schlechten Dinge sind drei, dabei soll es auch bleiben. Ne? Sie haben eine Art Rhythmusstörung oder eine Reizleitungsstörung im Herzen, Herr Meurer, die auch unter dem Einfluss von Stress und starken Schwankungen zwischen Stress und mal Ruhe sich derart bemerkbar macht, dass ihr Herz kurzfristig aussetzt. Das ist natürlich für alle Beteiligten extrem beängstigend. Und das darf auch nicht allzu lange dauern, denn sonst sind sie tot. Oh. Also, ich bin jetzt gerade viel eher schockiert, wenn ich meine Frau und meine Tochter das sehe. Wenn jemand ein vorgeschädigtes Herz hat, im weitesten Sinne, dann können natürlich Stressfaktoren auch noch mit zu Ereignissen, wie die Familie sie jetzt dreimal erleben musste, beitragen. Der Mensch ist halt keine Maschine und das System aus Sympathikus und Parasympathikus, sprich Stress und Ruhe, muss im Gleichgewicht sein, sonst wird der Mensch krank. Und um solche Aussetzer zu verhindern, kriegen Sie jetzt das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, einen sogenannten Reveal-Recorder bzw. einen bedarfsweisen Schrittmacher. Okay. Das heißt, der Recorder wird Ihnen implantiert, da muss auch nur alle 2 Jahre die Batterie gewechselt werden. Und immer wenn sowas droht, gibt er einen Impuls und das Herz fängt sofort wieder an, ohne dass Sie oder Ihre Familie überhaupt nur merken, dass wieder so ein Ereignis stattfindet. Der Rekorder ist schneller. Besser wäre das. Ja, das glaube ich allerdings auch. Bei Herrn Meurer lag letztendlich ein sogenanntes Sick-Sinus-Syndrom vor. Der Sinusknoten ist der Hauptschrittmacher im Herzen. Wenn er oder seine Zuleitung geschädigt sind, dann kann unter dem Einfluss von massivem Stress mal passieren, dass er seine Tätigkeit einstellt, dass ganz plötzlich die Herzfrequenz abnimmt und wenn das Durcheinander noch mehr zunimmt, bleibt das Herz auch mal stehen. Ihr Herz ist auch leistungsfähig. Sie sind gut trainiert. Sie haben keine weiteren Risikofaktoren, aber so ein kleines bisschen Stressreduktion hilft auch. Okay. Ja, aber Ihre Tochter muss sich keine Vorwürfe machen, dass sie durch die Aufgabe mit Emil schuld ist. Das ist einfach so. Beim besten Willen nicht. Gut. Dann wünsche ich Ihnen allen jetzt eine ruhige Phase, bis der On-Demand-Schrittmacher drin ist. Und dann können Sie uns einen Tag später verlassen. Okay, schön. Da Gerds Magenbeschwerden ebenfalls von seinem Herzproblem verursacht wurden, geht es dem 51-Jährigen nach Einsetzen des Schrittmachers in jeder Hinsicht besser. Unter Anleitung hat der Zimmermann inzwischen gelernt, auch in Stresssituationen zu entspannen. Sein Enkel Emil ist nach der Schule jetzt öfter bei Freunden, sodass der Opa immer ausgeruht ist, wenn die beiden Zeit miteinander verbringen.